In diesem Video geht es um die Genkopplung und den Kopplungsbruch. Zwei Begriffe, die im Inhaltsfeld Genetik bei der Vererbung eine Rolle spielen. Bei der Vererbung werden Erbanlagen weitergegeben. Unsere Erbinformation liegt in unserer DNA verschlüsselt vor, die wiederum in 23 Chromosomenpaare eng verpackt in unserem Zellkern vorliegt. Auch hier sind die 23 Chromosomenpaare nochmal dargestellt. Das eigentlich Wichtige bei der Vererbung sind die Gene. Das sind kleine Abschnitte auf der DNA, und diese tragen die wesentlichen Informationen für ein bestimmtes Merkmal, zum Beispiel die Augenfarbe. Insgesamt besitzt der Mensch ca. 20.000 Gene, aber nur 23 Chromosomenpaare. Somit ist also klar, dass auf einem Chromosom ganz viele Gene liegen müssen. Gene, die auf demselben Chromosom liegen, wie hier dargestellt, nennt man gekoppelt. Der Biologe Thomas Hunt Morgan war der Erste, der die Kopplung von mehreren Genen auf einem Chromosom nachwies. Dafür führte er Kreuzungsversuche mit der Taufliegenart Drosophila melanogaster durch. Die Individuen, die er miteinander kreuzte, unterschieden sich in ihrem Phänotyp, ihrem äußeren Erscheinungsbild, durch zwei beobachtbare Merkmale. Einmal in ihrer Körperfarbe und in ihrer Flügelform. Die Wildtypform, die Form also, die normalerweise in der Natur vorzufinden ist, zeichneten sich aus durch einen grauen Körper, wohingegen die Mutanten, mit denen sie gekreuzt werden, gekennzeichnet sind durch einen schwarzen Körper. Das Gen, das also verantwortlich ist für die Ausprägung der Körperfarbe, liegt also in zwei unterschiedlichen Varianten, auch Allele genannt, vor. Kreuzt man den Wildtyp mit dem Allel für die Ausprägung einer grauen Körperfärbung, mit einem Individuum mit dem Allel für einen schwarzen Körper, bringen sie ausschließlich graufarbige Nachkommen hervor. Weil die Merkmalsausprägung grauer Körper dominant gegenüber einem schwarzen Körper vererbt wird und den Phänotypen bestimmt. Das dominante Allel wird gekennzeichnet durch einen Großbuchstaben. Das Allel für die Ausprägung eines schwarzen Körpers wird hingegen als rezessiv bezeichnet und mit einem Kleinbuchstaben versehen. Nicht nur im Merkmal Körperfarbe unterschieden sich die Fliegen, sondern auch, wie eben erwähnt, in der Form ihrer Flügel. Der Wildtyp hat große, normale Flügel, die dominant vererbt werden, und die Mutante hingegen kleine Stummelflügel. Sie werden gegenüber der normalen Flügelform unterdrückt und sind rezessiv. Wir kennzeichnen dieses Merkmal mit einem Buchstaben B, wobei die normalen, sich dominant durchsetzenden Flügel Groß B und die rezessiven Stummelflügel Klein B erhalten. Die Nachkommen der Parental- bzw. Elterngeneration waren erwartungsgemäß der ersten Mendelschen Regel alle gleich, uniform. Alle waren grau und hatten normale Flügel. Sie alle besaßen den Genotyp Groß A Klein A, Groß B Klein B. Auch wenn sich Klein A Klein B nicht im Phänotypen durchsetzen, haben sie diese Allele vom Elternteil mit der schwarzen Körperfärbung und den Stummelflügeln vererbt bekommen. Im nächsten Schritt führte Morgan eine Rückkreuzung der heterozygoten Individuen der F1-Generation. Heterozygot, weil sie neben dem jeweils dominanten Allel auch das rezessive Allel besitzen, und einem homozygoten rezessiven Individuum durch. Bei der Keimzellbildung, der Bildung der Geschlechtszellen, ist im Fall der homozygot rezessiven Fliege nur der Genotyp klein a klein b möglich. Ein Allel eines jeweiligen Gens wandert in eine Keimzelle. Für die Annahme, dass die Gene frei kombinierbar sind, sich also entsprechend der dritten Mendelschen Regel, der Unabhängigkeitsregel, unabhängig voneinander auf die Keimzellen aufteilen, wären beim ersten Elternteil folgende Genotypen denkbar. Groß A, Groß B. Groß A, Klein B. Klein A, Groß B. Sowie Klein A, Klein B. Die vier Genotypen, erinnert euch, die Genotypen der Nachkommen, die ihr hier seht, setzen sich jeweils aus den Allelen des einen und des anderen Elternteils zusammen, bringen vier unterschiedliche Phänotypen hervor. Grau und normale Flügel, grau mit verkümmerten Flügeln, schwarze Fliegen mit normalen Flügeln und schwarze Fliegen mit verkümmerten Flügeln. Die statistisch betrachtet in einem Verhältnis von 1 zu 1 zu 1 zu 1 auftreten. Morgan erwartete von seinen insgesamt 2300 Nachkommen in seinem Rückkreuzungsexperiment 575 Individuen eines jeweiligen Phänotyps. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass die Anzahl der Individuen der grauen Fliegen mit normalen Flügeln und die schwarzfarbigen Fliegen mit den Stummelflügeln in etwa gleich war und auch deutlich höher.
Auch die Anzahl beobachtbarer Phänotypen, die grau waren und Stummelflügel besaßen, sowie schwarze Fliegen mit normalen Flügeln, war ähnlich. Die Ergebnisse entsprachen also nicht den Ergebnissen, die man aufgrund der dritten Mendelschen Regel erwartet hätte. Stattdessen kann man beobachten, dass anstelle einer unabhängigen Vererbung vor allem wieder die elterlichen Phänotypen in Erscheinung treten. Ein Indiz dafür, dass die Allele für die Ausprägung von Körperfarbe und Flügelform der Fliege nur kombiniert bzw. gekoppelt weitergegeben werden. Die Allele der Parental- bzw. Elterngeneration, Groß A, Groß B sowie Klein A, Klein B, liegen gekoppelt vor und werden gemeinsam an die Nachkommen vererbt. Zu dieser gekoppelten Vererbung kommt es, wenn die Gene für die entsprechenden Merkmale auf dem gleichen Chromosom liegen. Wir wissen jetzt, dass manche eng beieinander liegenden Gene nicht frei kombinierbar sind und sich ein Vererbungsmuster zeigt, das von der dritten Mendelschen Regel abweicht. Allerdings erklärt dies nicht die anderen beiden ebenfalls auftretenden Phänotypen. Denn die gekoppelte Vererbung der Gene lassen bei den Nachkommen in der F2-Generation nur die Genotypen Groß A, Klein A, Groß B, Klein B sowie Klein A, Klein B, Klein A, Klein B zu. Also nur graue Fliegen mit normalen Flügeln und die schwarzfarbigen Fliegen mit den Stummelflügeln. Trotzdem tauchten auch Genotypen auf, die gemäß der gekoppelten Vererbung nicht erwartbar sind. Es existiert also noch eine Ausnahme von der Ausnahme, und zwar sogenannte Kopplungsbrüche. Die Chromosomen, auf denen die Gene für die zwei Merkmale liegen, sind nicht unzerbrechlich. Konkret heißt das, dass es zu einer Neukombination von Genen kommen kann, wenn Gene an verschiedenen Orten, auch Loci genannt, auf demselben Chromosom durch einen Kopplungsbruch voneinander getrennt werden. Kopplungsbrüche sind wiederum auf einen Vorgang während der Meiose, der als Crossing Over bezeichnet wird, zurückzuführen. Ich blende euch dazu an dieser Stelle mal das Video ein. Im hier dargestellten Beispiel entstehen durch den Kopplungsbruch die Genotypen Groß A, Klein B und Klein A, Groß B. Damit kann also die Anzahl an Nachkommen erklärt werden, die nicht den elterlichen Phänotypen aufweisen. Kommt es zwischen zwei gekoppelten Genen zu einem Kopplungsbruch während der Meiose, werden neben den elterlichen Phänotypen auch sogenannte rekombinante Nachkommen auftreten. Dadurch lässt sich übrigens auch bestimmen, wie weit die Gene auf dem Chromosom voneinander entfernt sind. Liegen auf einem Chromosom zwei Loci sehr dicht nebeneinander, sind die Chancen gering, dass zwischen ihnen ein Crossing-Over stattfindet. Im Umkehrschluss bedeutet das, je weiter die Gene voneinander entfernt auf dem Chromosom liegen, desto wahrscheinlicher ist ein sogenannter Kopplungsbruch.